Hallo ihr Lieben, wir haben den Monat September und wir wollen wissen, was dieser Monat für uns bereithält. Und was hat Nostradamus für den September 2018 prophezeit? Glück und Erfolg werden uns von den Gestirnen versprochen. Dazu ein selbstsicheres Auftreten und eine gute Portion Selbstbewusstsein. Aber wir dürfen bei allem Positiven nicht leichtsinnig werden. Dafür ist es gut, nüchtern und sachlich Entscheidungen zu treffen. In diesem Monat sollten wir uns vieles vornehmen, denn es kann mehr gelingen, als wir uns vorstellen können. Doch Achtung, wir sollten aufpassen, denn wir dürfen einigen Risiken nicht zum Opfer fallen und uns nicht zur Hektik verleiten lassen. Auch unserer Eifersucht dürfen wir keinen Raum geben. In der Politik herrscht Chaos. Und das darf uns nicht verwirren. Dem Radikalismus sind wir bereits schon ausgeliefert, weil einige Länder schon kräftig daran basteln. Nostradamus warnt uns, nicht zu hoffen, dass man uns unbedingt verschont. Es reicht ja wohl, dass wir immer wieder Naturkatastrophen erleben müssen und davon nicht verschont bleiben. Nun die Prophezeiung Nostradamus für den Monat September. Beim 45. Breitengrad brennt der Himmel. Das Feuer nähert sich der großen neuen Stadt. Sofort schießt eine mächtige Flamme hoch, wenn man die Normannen auf die Probe stellt. Sicher hört ihr das mit Grauen. Aber liegt es nicht an den Menschen selbst, was sich da draußen in der Welt abspielt? Nostradamus lehrt uns, dass der Mensch auch etwas Gutes hat. Fangen wir bei uns im Kleinen, zum Beispiel in der Familie an. Und schon da sollten wir gut und verständnisvoll handeln. Das wäre schon ein kleiner Anfang. Einen schönen, sonnigen September wünsche ich euch von Herzen. Eure Deria.